Moin Leute, was geht? Mein Name ist LudoGamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen zu GTA 5 Online. Genau, ach nein, ich habe schon ein paar, wir sind schon wieder ein Fahndungsstern bekommen. Und die Bullen sind natürlich stärker geworden. Da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen, wenn ihr GTA 5 Online spielt. Und es sind natürlich viel mehr Leute drin hier. 1, 2, 3, 4. Allein das sind 16 Leute. Ich weiß gar nicht, wie viel man normalerweise spielen kann. Ich glaube 30 oder 32. Bin mir nicht genau sicher. Auf jeden Fall kann man mit viel mehr Leuten spielen. Und das finde ich einfach eine Hammer-Sache. Und ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal zum Strand und schauen uns mal am Strand um, was es da so gibt. Würde ich sagen, besorgen wir uns irgendwas. Oder laufen da einfach hin. Folgen wir da schön schick. Und können ja mal einen gezielten Schuss in ihren. Zwischen die Beine. Schießt immer mehrmals auf die Person, damit sie auch wirklich tot sind. Wir wollen hier sicher gehen, oder? So. Am Strand sind wir sicher. Da werden uns nicht viele. Die Bullen werden nicht näher kommen. Oh, schnell. Oh, was ist denn das hier? Ah, die überprüfen gerade, ob er noch lebt. Okay. Was ich wirklich vermisse an GTA 5 Online, und das ist wahrscheinlich auch das, was ihr vermisst, das ist eindeutig der Online-Modus, was erzähle ich denn hier? Und zwar sind es die Tiere. Die Tiere in GTA 5, die fehlen mir unheimlich. Bei so einem grandiosen Spiel mit einer unglaublichen First-Person-Ansicht keine Tiere reinzumachen, finde ich ganz ehrlich schon ein bisschen traurig, muss ich sagen. Schade, schade. Also hier ist ein Hai, ja klar, ich weiß, moin moin, aber hey, so ein Hai ist ja schön und gut, aber ich will Tiere, Pumas, Bären, Wildschweine, Wale draußen im Meer. Das will ich sehen. Sowas. Hast du Glück, dass ich keine Waffen, Munition mehr habe? So. Jetzt machen wir mal. Ach, Mist. Jetzt machen wir mal was. Ja, jetzt machen wir was. Ich kann ja nicht mal was machen. Ich habe ja nicht mal Munition am Start. Das ist ja das Schlimme. Und nicht mal ein Auto. Oh ja. Moin, moin. Ja, guck, zum Glück kann ich jetzt ein bisschen länger aufnehmen. Da können wir uns ja gleich noch ein Auto schnappen, um im Auto ein bisschen Spaß haben, würde ich sagen. Am liebsten wäre mir natürlich so ein Cabrio oder so ein richtiges geiles Motorrad. Aber ich denke, das geht auch schon. Das sieht gut aus hier. Nice, First-Person. Geiles Ding. Das sieht heiß aus. Das sieht heiß aus. Moin moin. Und GTA 5 ist das egal. Da kannst du machen, was du willst. Wir müssen schauen, ob er es überlebt hat. Ich bin nämlich gerade auf den losgefahren. Aber ich sehe, der Typ ist hinüber. So, da würde ich sagen, machen wir den noch kalt und beenden das Video. Haut auf jeden Fall rein. Bis zum nächsten Mal. Euer LudoGamescom auf der PlayStation 4. Nee. Machen wir den kalt. Machen wir den kalt hier. Oder machen wir die kalt. Ich weiß es nicht. Ah, ihr müsst entscheiden. Ihr habt entschieden, okay. Ich weiß schon, was ihr denkt ungefähr. Ihr wollt doch bestimmt sehen, wie ich diesen Typen jetzt gleich ein paar Kugeln reinhaue. Genau so ist es. Genau so ist es in Mexiko und in anderen Drogenvierteln. Da werden die Dinge getötet, die Krankenwagen, Mediziner oder wie die alle heißen.
Die werden da einfach hingerichtet, wenn sie Drogen opfern, helfen. So ist das. Leider, heutzutage. Yo, haut rein, bis zum nächsten Mal, euer Gamescom auf der PlayStation 4 und ciao.